السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي بقش فستان in diesem Video zeige ich euch wie die Rafida, wie die Shia halt beigebracht wird von den Gelehrten von Shia, dass die halt nicht mehr zu Allah beten, sondern zu den Immen, liebe Geschwister. Und wenn das so weitergeht, ja, die nächste Generation von Shia, liebe Geschwister, wird Allah nicht mehr kennen, weil die alles, was die wollen, von Haja, alles, was deren Sorgen und deren Fragen und deren ganzen Sorgen, werden sie nur halt mit diesen Sorgen zu Ali gehen und zu Hassan und Hussein und die 8 Söhne von Hussein, von seiner persischen Frau. Allah kennt die nicht mehr, liebe Geschwister. Wir werden euch das beweisen jetzt, wie ein Gelehrter der Schia halt die Schia beibringt, dass sie halt nicht zu Allah beten, sondern zu den A'imma. Wir hören zu und übersetzen das inshallah ta'ala. أبين لك كرامة الزهراء حتى تمشي براحتك من قبل أربع. Da sagt er, soll ich dir die Stufe von Zahra beweisen? Ja. أيام قبل خمس ليالي بالضبط. Da sagt er, erinnert ihr euch ungefähr vor 5 Nächten? من شان الهوى يريد يوقع حتى هذه المنصة. Als der Wind so stark war, dass der Wind sogar diese ganzen Synagoge bzw. Husseinia auch von Grund aus halt zerstören wollte. Dieser Wind war so stark. Und dann sagte er, es war sehr, sehr kalt, als dieses Sturm halt anfing. Und es war sehr, sehr kalt und es hat angefangen, liebe Geschwister, zu regnen. Was sagt er? Nochmal. من شان الهوى يريد يوقع حتى هذه المنصة. كانت الدنيا باردة والمطر ساقط وطلبنا من الحسن. Da sagt er, وطلبنا من الحسن. Dann haben wir Hassan gebeten, nicht Allah. Hassan, liebe Geschwister. طلبه بدموعكم. Wir haben Hassan gebeten mit euren Weinen, mit euren Weinen. قلنا له أبو محمد توسط لنا عند الله. Dann sagt er, ja Abu Muhammad, ja du musst halt uns helfen. Und dieses Regen nicht mehr halt runterkommt. Du musst ein Wasita, du musst zu Allah gehen und Allah fragen, damit Allah dieses Regen halt nicht mehr, beziehungsweise dieses Sturm und Regen halt damit aufhört. Die, liebe Geschwister, die Rafida, die machen kein Dua direkt von Allah tabaraka wa ta'ala, sondern die gehen zu den Grab von Hassan und den Grab von Hussein. Und dort machen die Dua, liebe Geschwister. Dann sagt er, wir haben zu Hassan gesagt, dass wir keine Synagoge mehr haben, dass wir halt kein Husseini mehr haben, um die Sahaba zu beschimpfen und die Sahaba zu verfluchen. Wir haben keine Husseini mehr, um halt zum Fitna aufzurufen. Ja, Hassan, du musst halt uns helfen und bei Allah beten, dass Allah mit diesem Regen aufhört, damit wir halt wieder die Husseinia wieder bauen, um die Sahaba weiterhin zu beschimpfen. Dann sagt er, habt ihr gesehen, wie jetzt der Wind halt aufgehört hat? Wir hören nochmal zu. Sagt er, habt ihr gesehen, wie heute das Wetter wie Sommer wurde, obwohl es vor 4 Tagen so richtig geregnet hat? Fast unsere Synagoge wurde vernichtet. Und dann sagt er, seit 4 Tagen haben wir gar keinen Regen, gar keinen Sturm, nichts. Und da seht ihr die Leute, wie die weinen. Das ist die Schia. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا